Yeah, baby. Dim 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 dim. Was soll denn das jetzt? Was soll das? Mach endlich mal zu, ne? Ich bin ja auch so schlau. Entweder liegt es daran, dass ich gerade so gut gelaunt bin, oder ich will meine Laune einfach verschlechtern. Jetzt Laune verschlechtern, ein Abo kaufen und dann nie wieder reich werden. Was? Ich kann nicht mehr reich werden? Nein, kannst du nicht. So, deine erste Stunde haben wir heute, das SpongeBob. Was sagst du dazu? Ja, dann legen wir gleich mal los. Nein, das geht nicht. Unsere Schiffe sind untergegangen bei SpongeBob, ne? Also unter Wasser sind die Fische... Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich gerade sagen, sind die... Oh, merkt ihr das? Guck mal, das wird so ein bisschen ovalförmig. Mausempfindlichkeit, Sichtfeld. Guck mal, ich hab da mal so eine Idee, ne? Guck mal, jetzt können wir schön weit gucken. Das sieht doch traumhaft aus. Nein. Also Quake Pro. So spiele ich normalerweise. Normalerweise. Yeah. Voll geil. Warum mache ich das eigentlich damit? Dum, dum, dum. Ach, Mama! Mama, ich hab dich vergessen, daran mich zu erinnern, ja. Was haben wir denn jetzt auf einmal? Also irgendwie kommt mir die Steuerung im Gegensatz zu gerade anders vor. Ja, das kann auch sein, nämlich... Es ist Bettgezeit. Kommt, Kinder! Es geht ins Bett. Ja, man könnte eigentlich auch durch so ein kleines Loch... Also wenn hier jetzt, meinetwegen, wo haben wir das denn? Wenn das jetzt nur das eine Loch wäre, könnten wir direkt durch das Loch schlüpfen und schlafen gehen. Vielleicht gibt es ja auch so einen Mod, dass man von hier aus da hinten was abbauen kann oder hinsetzen kann. Das wäre ja auch mal ganz schön. So, wer hat die Tür offen gelassen? Kann man das sehen? Da, an dieser Stelle sieht das auf jeden Fall immer nur gleich aus. Aber nun ja, es geht wieder nach oben und wir bauen hier einfach mal an unserem wunderbaren Häuschen weiter. Ne, würde ich auch mal sagen. Ja. Ist doch ein guter Vorschlag.
Oh Mann, wie viel Holz hier überall rumliegt. Oder, ja, ich würde es ja so gerne abbauen, aber so wie es jetzt ist, finde ich das eigentlich ganz schön. Und wir haben gerade eine sehr große Auslastung. Ach, ist wieder normal. Siehst du, einmal kurz warten lassen, geht dann auch gleich wieder, ne? Ist ja nicht so schlimm. So, und wir haben doch, zum Glück habe ich noch eins mitgenommen. Wir haben die Haltbarkeit von dem Ding auf jeden Fall verlängert. Guckst du mal auf Haltbarkeitsdatum, bitte. Morgen. Auf dem Haltbarkeitsdatum steht nur morgen. Naja, besser. Viel besser. Ach, guck mal, sieht doch ganz nett aus hier, oder? Nee, ich glaube, ich mach das einfach mal. So halb und halb. Ist ja jetzt zwar nicht so ganz toll, aber naja. Man nimmt, was man kriegt. Ja, super gesetzt. Du kommst erstmal wieder her. Ich wollte dich nämlich gerne so bauen. So. Ach ja, genau, das Dach. Genau, das Dach ist auch ganz wichtig hier. Ich habe mich aus dem Haus gestohlen. Du hast was? Müssen wir mal eben oben rumrennen. Mama! Was ist denn, mein Sohn? Ich hab Krebs. Huh. Hat er dir schon in die Hand gebissen? Nee, noch nicht. Ach, da kannst du froh sein. Okay. La 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 la. La la la. La la la. Naja, und jetzt noch Fenster rein. Also, die einzigen Fenster...